Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 ReplayCast 876. Nächstes Match aus dem Homestory Cup 18 aus der Gruppenphase. Genauer gesagt aus Gruppe A. Es ist ein ZVT. Und wir haben einmal den Zerg in Rot. Der BlizzCon Champion von 2017. Einer der richtig starken koreanischen Zergs. Es ist Rogue. Und der spielt gegen den Terrani in Blau, den hatten wir bereits im letzten Match. Und ja, einfach nochmal, ist ein sehr starker Terraner vom Team Liquid, Youthermal. Youthermal gebe ich die Chance, dass er auch mit Rogue mithalten kann und ihn schlagen kann. Aber wir werden sehen, was sich hier treibt. In der Hoffnung, dass irgendjemand Dinge vom neuen Patch mit reinhaut. Dass es irgendwelche der neuen Features oder der genervten Features, je nachdem, zu sehen gibt. Wir haben hier Hedgegast Pool von Rogue auf Acid Plant der ersten Karte und bei Euthermal gibt es Gas und D-Rex. Das heißt, hier wird ein Reaper erstmal gebaut werden. Danach vermutlich eine Expansion. Das SCV begibt sich auch schon in die richtige Richtung. Natürlich das OC noch zuerst und bei 400 Mineralien kommt dann hier Command Center Nummer 2. Das heißt, ein recht normaler Anfang, keine Proxy-Rex. Thermal kann Proxy-Rexen, das auf jeden Fall, aber er macht das nicht immer, er ist das sehr variabel. Wall wird zugeschraubt und wir haben hier beim Zerg gleich die Natural fertig. Mal sehen, wie viele Linge es dann geben wird. Natürlich ein paar Linge braucht man fast, um eben den Reaper abzuwehren. Meistens braucht man 4, wenn der Zerg sich sicher genug dafür fühlt. Und da sieht man auch die 4 Linge für Rogue kommen, wenn der Snare Reaper ist unterwegs, wurde vom Overlord gescoutet. Der Overlord hat hier einen Highground, auf dem er sich sicher in Sicherheit bringen kann. Alles wie immer eigentlich auf Acid Plant. Und wir haben Factory unterwegs für Euthermal, der zuerst einen Marine baut. Danach vermutlich einen Reaktor anfangen wird. Ja, da kommt der Reaktor. Und wir haben jetzt hier Reaper unterwegs. Die Linge knabbern nochmal kurz an den Rocks rum. Reaper geht sofort rein, schießt auf die erste Drone und auf die zweite. Linge jetzt natürlich, wollen irgendwie defenden, aber werden gekitet. Euthermal will unbedingt eine Drone haben. Aber kommt nicht ganz ran. Der Reaper ist inzwischen mega laut. Der Creep hilft hier nochmal aus, aber der Reaper kommt hier nochmal weg. Hat die letzten Zenith Points, überlebt damit. Und Speed Upgrade ist unterwegs, aber eben noch nicht fertig. Währenddessen hier soll es auf den Creep-Tumor gehen. Natürlich, das ist ein wichtiger Change. Der Creep spreadet sich nicht mehr so schnell. Das heißt, wenn man einen der anfänglichen Creep-Tumore erwischt, dann hat der Zerg ein großes Problem, was schneller Creep-Spread betrifft. Und ja, dann ist einfach das Verbinden der Basen viel, viel schwieriger. Man sieht auch hier, der Creep-Tumor. Er braucht einfach jetzt ein bisschen länger, um die Fläche auszufüllen. Währenddessen die Queen jagt hier noch immer den Reaper, aber der manövriert hier schön außenrum. Euthermal baut Hellions, er baut einen Starport mit einem Techlab hier an der Barracks. Mal sehen, das könnte geswitcht werden. Wir haben Doppelgas am Start, wir haben mehr und mehr Hellions. Hellions eigentlich haben sie noch nicht dem Reaper angeschlossen. Werden erst gebaut und ja, jetzt geht's. Nein, werden gesammelt tatsächlich hier. Und da kommt auch der Switch, das heißt, der Starport bekommt das Techlab. Das spricht dann für eine Banshee. Wir haben Speed durch für die Zerglinge. Metabolic Boost ist aktiv. Wir haben jetzt hier zwei Creep-Tumore am Start für den Zerg, dass er mal ein bisschen die Fläche abdecken kann, weil Creep ist wichtig für den Zerg, um Engagements zu nehmen. Der Speed Boost hilft da wirklich sehr aus. Zu dem Division, die man dadurch hat. Wenn das Neolord scoutet, hier fröhlich übers Terraner-Gebiet zieht, dass hier das Tackler was erforscht, dass der Starport was baut, das könnte eben eine Banshee sein. Da kommt auch hier der Leertag für den Zerg, um dann eben Detection zu haben mit einem Overseer. Und natürlich auch Zugriff zu weiterem Tech, Anti-Air-Tech mit Hydras. Queens sind auch gute Anti-Air, aber eben hochtecken sollte man trotzdem, man kann nicht ewig auf Queens und Lingen bleiben. Jo, wir haben jetzt hier, das wird interessant, eine Armory von Euthermal und die baut er genau da, wo der Overlord nicht war. Das heißt, aus diesen Hellions werden Hellbats, drum ist auch Euthermal gerade noch sehr vorsichtig, was das Engagement angeht. Traut sich hier nicht zu tief rein, sondern möchte einfach nur gucken, ob er irgendwie vielleicht ein paar Linge harassen kann. Sondern er wartet jetzt drauf, dass die Armory fertig wird und er nochmal die restlichen Hellions mitsammelt. Wie man sieht, das kommen nochmal 5 mit dazu. Banshee ist dann auch mit unterwegs, mit Cloak Upgrade, also das wird jetzt hier ziemlich viel Druck geben auf Rogue, der geht gerade auf ein Baning Nest. Leertag ist noch nicht ganz ready, er hat einen Spork-Holly hier im Bau an der dritten für die Cloak Banshee. Cloak in 10 Sekunden da, Armory ist durch, es kann losgehen für Euthermal. Der Helbert Transform kommt außerhalb der Vision vom Overseer, wenn das die Banshee lenkt gerade mal ein bisschen ab. Da werden gerade nochmal mehr Drones gebaut, das heißt defense-technisch gegen die Helbets ist gar nicht mehr so viel am Start hier gerade. Für Rogue, das wird jetzt hier für ihn nicht die einfachste Verteidigung. Die Queens natürlich müssen irgendwie die Banshee auch abwehren. Die Banshee klockt jetzt einfach. Es ist noch keine mobile Detection da. Noch kein Overseer. Die Queens laufen jetzt panisch weg vor den ganzen Hellbats. Und die Position ist bisher nicht gut für die Queens. Die werden hier von den Hellbats surrounded. Versuchen jetzt da jetzt hochzukommen, aber werden dabei einfach durchgerusht. Die Banshee währenddessen
Ja, macht fröhlich Damage, snipe die erste Queen, kann nochmal weitere Queens, dann geht die schon Zeus raus. Aber der hat sich eben auch genervt. Wie man sieht, der macht nur noch die Hälfte an Heal Instant. Danach ist es eine Regeneration, die hochgeht. Das sieht man an, eben, an diesem orangenen Plus, dass eben die Regeneration erhöht ist. Aber eben, das ist nicht mehr so viel Heal, die Banshee wird allerdings gesniped. Da sind hier Baininge, holt uns zwar rein, aber es leben immer noch einige Hellbats hier. Rogue, er hat ja irgendwie zu kämpfen, um diese Hellbats loszuwerden. Die nächste Welle von Euthumbrel ist bisher noch nicht unterwegs, denn seine Hellions sind noch geblockt in der eigenen Wall. Da wären noch vier weitere. Stattdessen marschiert jetzt hier Euthumbrel einfach wieder weiter. Die Queens sind alle mega low. Das heißt, die werden hier down gehen. Die Queen mit Energie wird gesniped, das heißt, kein von Zeus. Die nächste Queen geht down, es wird nur noch ein einziger übrig. Die Banshee aber auch low. Die Hellbats währenddessen kümmern sich noch immer hier um mehrere einzelne Linge. Rogue hat hier wirklich zu kämpfen, um sich zu stabilisieren. Er baut mehr Linge. Aber Linge ist natürlich nicht die Waffe, die man eigentlich haben will gegen Hellbats. Aber er hat gerade nicht wirklich eine andere Wahl. Lässt der Roach von die dritte Basis ist mega low in Hitpoints. Immer die Banshee wird gesniped. Die nächste Queen ist nochmal mega low. Könnt ihr nochmal gleich durchgebrannt werden. Die Hellbats gehen ran. Ja, verböschen die Queen. Auch die nächste Queen ist wieder mega low. Und jetzt kommt hier einfach der nächste Welle an Hellbats. Das wird für Rogue nicht einfacher, das abzuwehren. Das sind wieder komplett vollständige Hellbats. Volle Hitpoints. Und Rogue, ja, sieht das auch ein. Hat keinen Bock mehr auf den ganzen Spaß. Wirft das GG. Es ist das 1-0 für Euthumbrel. Der übrigens währenddessen gerade auch Cyclans vorbereitet. Und Mac. Schade eigentlich, dass jetzt Rogue hier schon daran gestorben ist. Da kommt Blue Flame, da kommt das Macfield Accelerator Upgrade für die Cyclans. Da werden zwei gleichzeitig gebaut, da geht es Richtung Mac mit drei Factories. Schade eigentlich, da hätte ich jetzt gerne noch ein längeres Game gesehen. Da kommt auch das Armor Upgrade in der Armory. Also, ja. Da ist Rogue einfach zu schnell weggestorben. Da war einfach die Defense nicht ready. Die Queens haben die volle Breitseite der Hellbats hier oben abbekommen und dann konnte die Banshee einfach easy mit den Queens fighten. Der Transfuse ist nicht mehr so effektiv, das heißt, man hat es als Zerg ja schon ein bisschen schwieriger. Somit 1-0 für Euthumbrel. Wir können in Map Nummer 2 gehen. Damit haben wir das 1-0 für Euthumbrel. Weiter geht's auf Blue Shift. Ist ja schon mal gesagt, der Homestory Cup verwendet noch den alten Pool. Aber ich möchte relativ bald das VOD von der DSCL rausbringen. Da war nämlich das Finale der Dutch StarCraft League. Und da sind die neuen Maps schon am Start mit dem neuen Patch. Und das muss ich dann noch hochladen. Erstmal schneiden und hochladen, weil da ist sehr viel Leerlauf dazwischen. Also da war, ja, waren nette Spiele dabei. Es waren die klaren Favoriten, die sich da durchgeschlagen haben. So viel kann ich spoilern, ich sage nicht, wer es ist. Und es ist so, dass die meisten Spiele sehr schnell vorüber waren tatsächlich. Und danach immer wieder Wartezeit da war, bis die nächste Serie losging. Aber trotzdem, einfach das wird zusammengestellt und hochgeladen, damit ich eben mein Archiv an Livecast auch weiter auffülle. Und ja, der nächste Livecast kommt übrigens auch. Der ist auch geplant. Das ist nämlich kommenden Samstag. Der Berlin eSports Season 3, das Finale. Die vorerst mal letzte Season. Es wird weitere Sachen von Berlin eSports und Sachen StarCraft geben. Aber der Cup wird dann mit der Season 3 erst meint, mit dem Season 3 Finale. Und das ist eben nächstes Wochenende. Nächsten Samstag geht los um, lasst mich nicht lügen, entweder 14 oder 16 Uhr. Irgendwie um den Dreh. Vielleicht werde ich es in einem späteren Video nochmal erwähnen und dann kann ich es genauer sagen. Jo, wir hatten wieder eine Reaper-Expansion, es geht in die Factory, währenddessen bei Rogue, Hedgeguard Pool, Speed-Upgrade und eben vier Linge. Reaper legt sich mit den Lingen an. Euthumbrel versucht mal wieder eine Drone zu erwischen, sehr schöne Mine hier. Kann da nochmal einen Schuss auf die Drone setzen. Euthumbrel hat das echt gut drauf, mit der Mine die Einheiten so durch die Gegend zu werfen, wie er sich das vorstellt. Also da ist er echt ziemlich gut drin. Und das ist eine Kunst für sich, muss man echt sagen. Die Mine richtig zu timen und richtig zu werfen. Und scoutet man jetzt hier die dritte Basis. Jetzt natürlich wieder die Queen hat direkt geinjected. Heißt, kein direkter Creep-Tumor. Der kommt erst in der nächsten Runde mit der nächsten Energie. Oder mit der nächsten Queen, denn das ist nochmal eine Queen an der Natural im Bau. Bei Euthumbrel sind wir das gleiche wie in Map Nummer 1. Tackler wird gebaut, die Factory hat den Reaktor, es kommt ein Starport mit dazu. Es wird Doppelgas gesammelt. Wenn jetzt nochmal eine Armory kommt, gibt es den gleichen Hellwert-Push wieder. Das könnte durchaus drin sein. Aber mal sehen, ob Euthumbrel diesmal die Dinge anders macht. Ja, Fiona gerade immer durch die Gegend geworfen. Reaper einmal rein in die Maybase, einmal den Scout. Wird hier sehen, da ist noch kein Leertag in der Forschung. Speed-Upgrade ist in 10 Sekunden da. Der Reaper kommt hier tatsächlich raus. Wie knapp zwischen den beiden Queens schlängelt er sich durch. Aber jetzt natürlich ist er mega low und mit den Lingen und dem Speed-Upgrade. Ja, wenig Überlebenschancen für den Arm Reaper, außer er schafft es hier an die Kante hoch. Hier schafft es tatsächlich, 5 Hitpoints. Dieser Reaper ist ein Überlebenskünstler. Gerade so, dass er das überlebt. Jetzt wieder am Sensor Tower. Hielt sich nochmal höher. Die Linge suchen immer noch danach. Und der Reaper, ja, jetzt ist in der schlechten Position. Jetzt würde er hier down gehen. Er wirft zu mit der Mine, wirft sich aber selber durch die Gegend. Und die Linge tatsächlich lassen davon ab.
Währenddessen der Overlord scoutet einmal mehr. Marine treibt den Overlord zurück. Wir sehen eine Banshee mit Cloak. Wir sehen eine Armory. Es gibt wieder den gleichen Push wie in Web 01. Kann sich Rogue dieses Mal besser vorbereiten? Er geht dieses Mal auf Roaches. Ein Roach Fallen, kein Banning Nest. Das heißt, er sollte Möglichkeiten haben gegen Hellbats. Mit Roaches kann man ein bisschen kiten. Roaches tanken da ein bisschen mehr. Der Reaper geht nochmal auf den letzten Scout. Geht durch die Mainbase und wollte den Anti-Natural, aber hat das nicht mehr geschafft. Das heißt, der Reaper ist jetzt down. Kann die Hellions nicht wirklich unterstützen. Aber die waren wieder mal sowieso zu Hellbats. Was hat die Queen gerade geschossen? Ach, auf den Overlord. Lol. Dachte mir gerade, da war gerade ein Schuss, aber keiner der Hellions hat Damage. Das hat der Overlord gerade abgekriegt. Ja, aber die Cloak Banshee mit dabei. Die Hellbats kommen gleich wieder in großer Masse. Dritte Basis. Also es ist für die Thermal kein All-In, so das ist einfach ein Pressure-Build, mit dem Versuch zu arresten. Weil eben dahinter kommt eine dritte Basis. Zerg, währenddessen Creepspad verbindet gerade so die dritte Basis mit der Natural. Also wirklich, die berühren sich so am Rande. Und jetzt kommt der Hellbat Transform. Die Queen ist... Die fänden schon mal gegen die Banshee. Da ist Cloak erst jetzt ready. Cloak ist da. Jetzt natürlich der Walkcrawler muss aushelfen als Detection. Es ist noch kein Leertech da für mobile Detection. Währenddessen Linge starten einen Counter-Attack. Auf die andere Seite. Allerdings an der dritten Basis werden die Drones geröstet. Drei Stück sind bereits down. Die Banshee hat auch noch ein bisschen drauf geschossen. Die Queens wieder in der Ecke eingespannt. Versuchen hier gegen die Hellbats zu fighten. Roaches sind noch nicht ready. Und die Hellbats surround jetzt hier wieder mal die Queens. Da kommen auch schon Zeuses mit raus. Die Queens bringen sie jetzt hier raus aus der ekligen Situation. Aber die Hellbats trotzdem haben schon einiges an Schaden gemacht. Die Banshee hier hilft auch nochmal fleißig aus. Macht nochmal viel Damage auf den Queens. Jetzt links around. Aber der bringt den Hellbats halt nicht allzu viel. Die nächste Banshee kommt dazu. Aber schon Zeuses sind da. Und diesmal hält das hier Rogue alles ab. Defended. Verliert ein paar Worker. Aber die Defense ist dieses Mal da. Und Euthermal geht wieder in den gleichen Bild. Baut hier zwei weitere Factories, wird da hier die Tech Labs wieder anschließen. Banshee wird nochmal gebaut. Eine Banshee ist hier nochmal unterwegs. Da wird nochmal der Creep ein bisschen denied. Cloak wird gezündet. Queen wird weiter beschossen. Die Queens sind eben auch angeschlagen. Nicht mehr die beste Defense. Und die Banshee kann das hier noch ein bisschen erressen. Macht nochmal weitere Drones kaputt. Aber immerhin Rogue dieses Mal hat er das überlebt. War die Queen an der Netz? Nein. Wie überlebt das? Erstmal. Und die Queens hier, oh Gott, das muss der Overseer, hier steht direkt neben. Rogue unaufmerksam, also Rogue ist irgendwie heute nicht so ganz on top mit seinem Spiel. Macht da so, ja, nicht die besten Entscheidungen, nicht die besten Fights. Die Banshee jetzt hier sammelt einfach voll die Werte Kills, weil gerade keine Queen da ist, um hier die Banshee zu verteidigen. Denn die Queen an der Natural ist viel zu low, als dass sie sich hier mit dem Fight anlegen kann. Und dann hat natürlich Euthermal jetzt problemlos seine Transition. Er baut mehr Cyclones, er baut das Blue Flame, er baut das Armor Upgrade. Und der Necfig Accelerator für die Cyclones. Und ja, jetzt Banshees, Cloak bringt nichts, Overseer ist mit dabei. Queens versuchen die Banshees runter zu fokussen. Eine ist auch mega low. Aber die kommen tatsächlich nochmal weg hier. Und Rogue, ja, 10 Drones hatte hier verloren. Supply gleich, dann mit einem Terraner, der auf, ja, ziemlich starke Einheiten geht. Dritte Basis fliegt hier in Position. Ja, das sieht alles sehr, sehr gut aus hier für Euthermal. Seine Banshees haben echt nochmal ziemlich viel Schaden gesammelt. Ziemlich viel Schaden gemacht. Und können sogar noch repariert werden, weil sie noch leben. Also bisher sehr starkes Opening wieder von Euthermal. Rogue war nicht drauf vorbereitet. Schickt jetzt mal einen Overseer zum Scouten los. Aber da wird ihm einiges mehr Hässliches begegnen. Viel, viel mehr Hellions. Mehr und mehr Cyclones, die hier gebaut werden. Das Upgrade ist gleich durch. Das Armor Upgrade und Blue Flame ist auch ziemlich bald fertig. Also da wird gleich eine weitere starke Terraner Army anrollen mit wichtigen Upgrades drauf. Da auch die Roaches werden da Probleme kriegen, denn der McFeed Accelerator macht nochmal mehr Schaden gegen gepanzerte Einheiten. Das heißt, Roaches haben ein hässliches Leben. Man sieht auch hier der Overseer, wie schnell er down geht. Gegen die neuen Cyclones, die neuen alten Cyclones. Die 3.8 Cyclones mit massivem Block-On. Ordentlichem Movement Speed. Können also richtig gut auch kiten. Können Boden und Luft anvisieren und damit totschießen. Und der Euthermal nutzt das in einem schönen Push mit ein paar Hellbats und den Banshees. Da kommt ein ziemlich geballte Terraner-Army auf den Zerg zu. Und ja, die Linge rennen rein. Aber die Hellbats prügeln sich einfach durch. Es ist einfach auch so viel Army-Supply gerade. Es sind jetzt ein paar Ravager-Fatte geworden. Wenn das in der Overseer wird, hier einfach easy gesniped mit den Cyclones. Das heißt, die Queens hier werden nicht mehr detected. Die Queens können nicht mehr die Banshees sehen, nicht mehr die Banshees bekämpfen. Da kommt der Spore-Caller mit dazu. Aber der schafft es gar nicht einzugraben. Dann hieß die überall Terraner-Einheiten und Zerg-Einheiten. Die Banshees machen den Damage von oben. Die Cyclones machen auch richtig dick Damage auf die ganzen Roaches. Und Rogue versucht irgendwie das zu defenden, aber Gott, seine Armee wird einfach nur dezimiert hier von dem riesen Push von Euthermal, der hier einen richtig starken Style gerade gefunden hat, wie es mir scheint. Früh in diesem Patch hier, diese Hellbat Pressure und dann in den Push jetzt hier, man sieht, wie der Push gerade den Zerg abräumt. Gut, man muss auch sagen, Rogue hat einiges an Economy Damage genommen, ist damit bei weitem nicht so stark, wie hätte es sein sollen zu dieser Phase. Aber Junge, ist Euthermal hier drüber gerollt über Rogue in zwei Matches, hätte ich so nicht wirklich erwartet. Man sieht auch die Upgrades. Ein Ticken zu spät, das Engagement war zuvor, Euthermal hat da alles richtig gemacht. Einfach dazwischen gegrätscht mit den Hellbats und die Cyclones mit dabei und die Banshees. Gerade die Banshees haben auch sehr viel Schaden gemacht und da hat Rogue einfach viel zu viel verloren. Man sieht hier 7300 zu 2800, da hat Euthermal einfach am Ende nur noch abgeräumt.
Aber man muss auch dazu sagen, das war schon von diesem Zeitpunkt an schlecht, wo Rogue die ganzen Drones verloren hat. Er hat es anfangs noch gut abgewehrt, dann waren die Banshees noch übrig und da waren die Queens dann Low Health und die Queens ohne Lebenspunkte können natürlich nicht gegen die Banshees fighten und da hat schon Suso nicht mehr so gutes. Ja, spart die Möglichkeit ein bisschen ein, macht Zerg durchaus ein bisschen schwächer. Aber das ist ein ziemlich spezieller Bild, was die Thermal macht, also mir würde es nicht wundern, wenn der nicht allzu lange überlebt, weil einfach die Zergs herausfinden, wie sie dagegen am sinnvollsten scouten und am sinnvollsten defenden können. Es sind immer noch Hellbats, den Hellbat-Push kennt man auch von früher, das heißt Baning sind da ziemlich hilfreich, wenn man die nicht richtig reinkriegt, wenn der Terraner nicht richtig splittet und auch eben ein paar Queens mehr, denke ich, und gutes Spore-Crawler-Placement hilft da auch aus gegen den Build, den New Thermal hier macht, aber wir werden sehen. Mal sehen, ob wir den Build noch öfter sehen von New Thermal. Auf jeden Fall, er macht schon mal Spielereien mit dem neuen Patch, das ist schön. Jo, das war Replicast 876, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.